So, das hier wären so die Ausmaße. Ich gehe erstmal gucken, ob das so halbwegs passt. Ja, gehen wir nochmal. Ups. Dann wären wir hier direkt am Fenster. Das ist doof. Dann wären wir hier am Fenster. Das ist doof. Haben wir hier hinten so einen anderen Abschluss? Könnte man. Okay. Das sieht das hier, glaube ich, halbwegs vernünftig aus. Dann müssen wir hier natürlich noch ein klein wenig terraformen. Damit wir den Garten auf eine Höhe bringen und dass das auch noch halbwegs vernünftig ausschaut. Kriegen wir aber alles hin. Ich habe den Folgenwechsel mal wieder verpasst, Freunde. Wen wundert's? So, haben wir denn noch Zaun? Ah ja, dicke, dicke. Erstmal an, hier ein bisschen Zaun zu bauen. Hä? Geisterhafte Klötze, ihr Unhold treiben. Wobei das hier, glaube ich, dann auch nicht so verkehrt wäre, oder? Nee, ich hab's lieber, wenn da hier der Pfosten mitsteht. Das kann man so lassen. Obwohl, wenn der Glowstone drunter ist, das muss man alles mal testen. Ein bisschen herumexperimentieren, das kriegen wir schon hin. Ach so. Jetzt weiß ich, wo ich hier dran hänge. So, ich gehe jetzt erstmal hier so lang. Müssen wir hier natürlich. Ist die Schaufel kaputt? Was auch sonst? Naja, ich bin's ja gewohnt als Lordregent, dass so manches in die Binsen geht. Hihi. Der ein oder andere weiß ja, wovon ich rede. So. Hier muss dann natürlich auch noch so ein Stümpchen mit rein. Oh, der war. Nee, das passt schon. So, das wird jetzt dann wieder eine heillose... Upsa. Eine grandiose Formerei. Dass ich das irgendwie hier rechtfertigen kann. Mann, Mann, Mann. Und ich dachte, ich bin endlich Erde los. Nein. Da kommt jetzt erst nochmal richtig dick was mit dazu an Erde. Auf jeden Fall möchte ich nicht allzu viel wegnehmen, weil der Zugang soll ja auch noch so halbwegs passabel und beschreitbar sein. Zur Pferderensch, Koppelstallung, wie auch immer. Ah, mal gucken, kriegen wir schon hin. Das sieht mir hier alles viel zu kantig aus. Vielleicht kriegen wir hier so eine Art Rund hin.
Irgendwie wird das schon. Ich bin gespannt, was es wird. Wie sieht das aus? Geht so, würde ich sagen. Geht so. Dann haben wir hier noch genügend Platz, dass wir rein und raus kommen. Ja, würde ich so lassen. Antrag genehmigt, quasi. Das Hundsgrablied. So, vom Grundprinzip her müssten wir natürlich auch noch die Bodenverankerung hier fest mit installieren. Hier. Das ist so ein Doppelding. Ich glaube, das kann man lassen. So, wir brauchen noch einen Eichenstamm. Haben wir denn da irgendwie zufälligerweise irgendwas? Ich packe erstmal hier die Erde wieder weg. Na super. Dann packe ich hier halt die Erde rein. Eiche haben wir. Sehr schön. So, dann gehe ich auch erstmal pennen. Gute Nacht. Geht nicht. Und eine neue Schaufel brauche ich. Schon wieder. Geht ja weg wie wärmste Semmeln. So, das haben wir. Und echt jetzt. Fängt das an zu regnen? Ich glaube es ja nicht. So, 6 Stück. Die müssen hoffentlich genügen. Gute Nacht. So, guten Morgen. Hallo, es könnte mal aufhören zu regnen. Die Wolken haben sich schnell verzogen. So. Und der Eichenstamm. Hervorragend. Von denen haben wir garantiert nicht genügend dabei. Machen wir denn dann für einen Untergrund? Machen wir da auch Koppel? Würde sich ja theoretisch anbieten, aber ich weiß nicht. So ein bisschen edler darf es dann schon sein, ne? Warte mal, ich glaube, ich habe ja die hier gemacht, weil wir eben keine mehr davon hatten, ne? Normaler Stein. Ne, da haben wir nichts mehr von. Dann machen wir uns welche. So. Na, schau mal, wir finden da schon irgendwas. So, jetzt verbindet sich das auch in den Ecken schön. Achso. Habe ich da ganz hinten eingesetzt? Ach nee, der geht da so um die Ecke. Okay. Boah, das sieht ja voll mies aus. Hm. Noch einen weiter rausgehen? Ich weiß nicht. Obwohl, doch, das würde gehen. Warte, ich hau das hier nochmal weg. Das würde funktionieren, weil da haben wir hier nämlich am Rande nochmal eine Säule stehen. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr terraformen, ich weiß. Aber naja. Achso. Außer wir machen das anders. Wir machen das so einen einzelnen. Könnte man auch machen. Weil dann kommt nämlich hier der Pfostilette her.
So. Hat auch was, irgendwie. Sehr schön. Gut, dass wir uns einig sind. Schaut doch auch ein bisschen besser aus. So, hier überlegen wir uns noch was. So nicht. So schon eher. Ja, und da kommt dann noch ein bisschen Gebüsch rein. Hervorragend, würde ich sagen. Haben wir das. Tja, und da hat er hier eine immens riesige Fläche. Krass. So, wie geht man da? Man merkt, mein Gehirn arbeitet. Das hier hauen wir nochmal weg. Da wäre ich ja quasi... Sehr schön, ich werde etwas machen, das ich noch nie gemacht habe irgendwie. Sehr schön. Freut mich. Auch ein wenig. Ich bin gespannt, ob es passt. Ups, ob es wirkt. Oder ob man würgen muss. Aber ich glaube, ich muss gleich nochmal zurück zur Feste und hier Nachschub holen. Nee, muss ich nicht. Das ist ja ganz formidable, quasi. So, und das ausgefüllt mit polierten. Schön, 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 schön. So, jetzt kommen wir natürlich hier zu diesem ominösen, sogenannten Torhaus. Wie machen wir denn das? Ich habe ja noch nicht mehr Steinziegel hier. Das ist ja und so, ne? Tja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mal kurz dann zurückzuflitzen. Steinziegel. Weißt du, das, was wir eigentlich auf wirklich jeder Baustelle benötigen, ist nicht doch. Eieieiei. Ich hatte erst überlegt, ob ich da vielleicht irgendwie den Torbogen aus Quarz oder irgendwie so helleren Sachen mache. Aber nee, das würde nicht passen, weißt du? Wir haben jetzt hier beim Schweinebauern alles so in dunkel und rot gehalten und dann würde das einfach nicht dazu passen, dann irgendwie was Weißes oder so. Oder wenn man jetzt irgendwas Blaues im basteln würde, würde auch nicht passen. So, Sekunde, ich muss hier mal mein Rückenkissen ein wenig richten. Dass es wieder genau dort sitzt, wo ich sitze, quasi. So, und zwar... So, das soll mal genügen. Soll hier nicht überdimensional werden. Nur schön und groß. Was sind das für Mucke? Kevin MacLeod mit... Airship Serenity. Okay.